Herzlich willkommen bei Pit. In einer Welt, in der die Sterne vom Himmel fallen und wir sie wieder einsammeln müssen und dabei Haken, die von der Decke fallen. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn von Haken, ne? Dass die einfach von alleine runterfallen, sondern eigentlich sollen die ja möglichst viel aushalten. Oh, was haben wir denn hier schon wieder? Ein komisches Riss. Verdammte Axt. Das ist ja wohl ein Fies. So, ich laufe. Und ich bin weg. Was? Der verfolgt mich weiter? Alter! Der verfolgt mich immer weiter, Hilfe! Jetzt sieht er mich nicht mehr. Und da unten sind noch Sternchen. Aber der wird auch nicht von dem... Ja. Wir spielen. Ah, der sieht mich immer noch. Ich glaube, ich muss ihn mal abhängen, so dass er mich, dass der mich nicht mehr sieht. Naja, das hat er jetzt nicht so viel gebracht. Jetzt aber schnell. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Also, die Augen sehen einen immer, wenn der irgendwie in einem Sichtradius ist, beziehungsweise wenn der einen direkten Blickkontakt zu mir hat. So, wie kriegen wir jetzt den? Ah, der ist ganz einfach. Schon ein ganz schön ausgefuchster Racker hier, der Kleine. Zack. Ja. Oh, wir kriegen sogar eine Bombe. Das ist ja super. Achtung, jetzt nicht da dran. Wir wollen noch die zwei Sternchen haben. So. Jetzt hier hoch. So, da oben haben wir wieder mal einen freundlichen und wir haben hier tatsächlich wieder einen Automaten, den wir benutzen können. Das tun wir doch direkt mal. All die Sternchen aus unserem Rucksack. Wir haben nur eine Bombe dafür bekommen. Na toll. War eine teure Bombe. Vorher, letztes Mal haben wir die umsonst bekommen. Aber so ist das immer, ne? Erst, locken sie ein mit umsonst Angeboten und dann machen sie es sauteuer. Das ist genauso wie bei Flügen. Ich bin ja jetzt eigentlich gerade im Urlaub, wenn das hier läuft. Da war es auch so. Der Hinflug war total günstig, der Rückflug war dann total teuer. Dann hätten sie auch gleich beide Flüge gleich teuer machen können. Dann wäre es insgesamt aufs Gleiche rausgekommen. Hallöchen. Ich kam hierher, um noch ein paar alten... um nach ein paar alten Sachen zu schauen. Entschuldigung. Stell dir meine Überraschung vor, als ich entdeckte, dass sich hier eine hässliche, riesige Maschine eingenistet hat. Ich glaube, wir kriegen einen Bossfight. Wollen Sie damit sagen, man kommt nicht dran vorbei? Nun, ich jedenfalls nicht. Aber du scheinst pfiffig zu sein. Vielleicht kannst du sie besiegen. Hüte dich vor den Geschossen. Die finden immer ihr Ziel. Aber vielleicht kannst du dir das ja irgendwie zum Vorteil machen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Witzig auch dieses Plakat unten. Can't. Also, nicht, dass ihr glaubt, es ginge nicht. Can't steht für nicht können und can für... Das kennen wir ja alle, ne? We can. Yes, we can. Das sind die Geschosse. Das ist ja unangenehm. Aber die haben einen bestimmten Radius und vielleicht kriege ich ja die Maschine selbst damit abgeschossen. Damn it! Gar nicht so einfach. So. Ah, ich muss hier nochmal... So, zack. Ich muss hier einmal ganz kurz mein Fenster verziehen. So. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ich war mal ganz kurz außerhalb des Spiels und habe mein Fenster verzogen. So. Halt, da ist noch ein Sternchen. Oh. So. Jetzt nochmal. Also. Die haben ja so einen gewissen Radius, diese Teile hier. Wo ist denn die Maschine? Die ist doch hier irgendwo. Thank you.
So, jetzt aber, jetzt kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ah, das schaffen die nicht. Vielleicht kann ich auch einfach eine Bombe hinlegen. Aua! Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Na gut. Das ist natürlich so ein bisschen unangenehm hier, dass sie diesen Vorgang nicht einfach, ist ja klar, dass man bei diesem Endgegner erstmal stirbt. So, ich hole mir jetzt einfach mal andere Sachen hier. Uah, was? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, tatsächlich diese Dinger da drauf zu werfen, oder ob ich einfach eine Bombe auf diesen verdammten Roboter werfen sollte. Ob das nicht sicherer und einfacher ist. Da oben kann ich ja auch nirgends hin. Das schaffen die irgendwie nicht. Ha! Oh. Das heißt also, tatsächlich ist das die richtige Taktik, den Roboter mit seinen eigenen Dingern abzuschießen. Aber das ist nicht so ganz einfach, wie ihr seht. So, jetzt vielleicht. Nein! Nein! Ah! Damn it! So, jetzt könnt ihr natürlich zwei Bomben kaufen, beziehungsweise die erste Bombe hat ja nicht mal richtig getroffen. Dafür habe ich mit dem zweiten, habe ich das einmal schon geschafft, diese verdammte Ding dahin zu manövrieren. Mal gucken, ob mir das nochmal gelingt. So, der fliegt drumherum. Der fliegt dahin. Einmal habe ich ihn. Der hat drei Trefferpunkte sozusagen. Oh, die fliegen auch da lang. Ist ja auch gut. So, komm ran. Oh ja. Jetzt habe ich doch meine Bombe aufgebraucht, weil mir das sicherer schien. Zu Recht. So, und jetzt machen wir uns mal hier an dieses Sternenbild oben ran. Haben wir ja auch noch einiges abzuholen. So, komm ran. Da. Dankeschön. Oh, da oben gibt es nochmal eine Weste. Da gibt es noch eine Bombe. Was machen wir denn da? Ich will jetzt erstmal versuchen, wie möglich von diesen ganzen anderen Sachen einzusammeln, aber irgendwie müssen wir darüber. Scheint so. Da hinten waren ja auch noch welche. Wie kommt man denn da hin eigentlich? Zu denen? Zu den Viechern hier? Das will mir ja noch nicht so einleuchten. Ich könnte mich hier hoch, aber dann komme ich ja niemals dahin. So. Das hilft mir das irgendwie? Eigentlich nicht, ne? Oh, ah. Ja, ich weiß, ihr wusstet das alles schon früher als ich. Aber ich freue mich trotzdem. Komm schon. Nein! So, ich glaube, ich werde mal versuchen, erst nach oben zu gehen. Hier hoch. Das sind ja auch noch geheim. Ach, komm schon! Verdammte Axt. Dieser kleine Schuljunge hat's echt faustdick hinter den Ohren. So. Oh, dreht sie sich schnell. Das ist ja Wahnsinn. Viel zu schnell. Ich glaube, da muss ich schon, genau, wenn ich hier auf dem Weg bin, schon irgendwie einmal da. Nein, komm schon, nein, nein. Ah, wie das immer so. Ich weiß nicht, ob ihr auch in euren Sitzen hin und her rutscht, wenn ihr das seht.
Ich jedenfalls schon. So, nein, 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 nein. Nein, ich will da noch nicht hin. Damn it. So. Fickerei. Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jawollinger. Und hier haufenweise Goodies. Da fliegen wir mal schön in die doppelt preisigen Sterne rein. Die zählen ja zweifach. So, kaufen wir uns noch eine Weste? Komm, wir kaufen uns eine Weste. Dann so viel Kohle. Unten gab es auch noch eine. So, Nummer 1. Oh, jetzt habe ich hier dummerweise. So, was mache ich denn jetzt? So, Achtung. Nein. Boah, ist das hier alles crazy. Oh, cool, dass ich da noch zufällig einen unten hingepackt hatte. Also ich komme auf diese kleine, komme ich auch direkt von unten. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt die Frage, wo will ich jetzt eigentlich hin? Da oben schaffe ich es nicht, aber ich schaffe es hier hin vielleicht. Nein, schaffe ich natürlich nicht. Stern hier vielleicht mal. So. Dann versuche ich nochmal einmal hier hin und dann. Nee, ist nicht schnell genug. Irgendwie drehen die sich auch schneller, habe ich das Gefühl, manchmal, wenn man die diesen Strahl da drauf packt. In dem Moment werden die irgendwie schneller. Kann das sein? Hier so. Ja, das wird scheint irgendwie. Vielleicht komme ich hier auch darüber da dran. Mal gucken. Das ist die falsche Richtung, ne? Aber ich müsste eigentlich sogar da drauf kommen. Uah, nein, das wollte ich nicht. So, dann versuchen wir es mal von der anderen Richtung, denn da dreht sich das irgendwie so, dass ich hier zum Beispiel nochmal was hinpacken könnte. So. Nein, gib mir meine Weste. Nein. Ach. Ich sehe schon, bei diesem Spiel werde ich noch mal ein paar Verzweiflungsschreie ausstoßen, auf jeden Fall. So. Was? Ich darf keine Weste noch mehr nehmen? Das ist ja voll unfair. Wieso nicht? Ich dachte, ich könnte mehrere Westen aufnehmen. Das ist ja doof. So, jetzt ist die Frage, ob ich oben, da sind eigentlich noch Sterne über. Und ich habe ja mal gesagt, dass ich alle Sterne aufnehmen möchte. So. Bloß, wie kommen wir da hin? Vielleicht mit dem Großen? Ich versuche das mal. Ja, ich versuche das total, elegant. Nee, das war auch nicht so richtig. Arbeite mich jetzt ganz langsam hoch. Komm schon. Ja. Nein. Ach, Fickerei jetzt hier. Hör doch auf. Was soll denn der Scheiß? Gott sei Dank ist die Musik da, sonst würde ich wahrscheinlich schon völlig verzweifelt sein. So, komme ich da jetzt irgendwie rüber? Wahrscheinlich nur, indem ich das hier mache. So. Damit. Also da komme ich nicht hin. Jetzt könnte ich nochmal den Kokolores machen, aber ich glaube, jetzt ist mir gerade meine Geduld gerissen.
Ich schaue mir mal gerade im Hintergrund das an. Das sieht ja auch irgendwie sehr lustig aus. Es gab ja mal eine Königsfamilie hier und alles scheint irgendwie kaputt zu sein. Und irgendwie erzählen diese Bilder im Hintergrund eine Geschichte, habe ich so das Gefühl. Kleiner Junge, vielleicht packen die gerade irgendwie was aus oder was ein, ich weiß es nicht. Scheint auf jeden Fall ein Kinderzimmer zu sein. So, dann gucken wir mal, ob wir hier... So. So an dem vorbei. Und hier nochmal zwei Sternchen. Dafür haben wir jetzt hier eben zwei Sternchen aufgesammelt. Ist doch auch was. Hier können wir auch nochmal vielleicht... Na gut. Der Wächter sieht auf jeden Fall auch ziemlich crazy aus mit diesem langen Hals. Dem Buckel. Aber alles mechanisch. Irgendwie scheint hier das Leben tatsächlich weg zu sein. Plock, plock. Verdammten Stacheln. Ah nein. Ach, damn it. Das ist ja auch fies, wenn man auf den Stacheln ist und seine Weste anhat, dann ist die natürlich sofort wieder weg. Also da hat man ja gar keine Chance. Na, komm schon. Da rauszukommen. Die hilft echt nur gegen einmalige Schüsse. Da schon rüber. Und leider nicht so, wie ich wollte. Ja, man muss einfach rechtzeitig das immer machen. Dann geht das auch. So, wie kriegen wir denn hier jetzt alle Sternchen? Fast. Aber den sollten wir auch noch so kriegen. Na, komm schon. Ach, damn it. So. Weiter geht's. Cowardice steht hier auf dem Plakat. Feigheit. Wir doch nicht. Wir haben schon gegen riesige Roboter gekämpft. Hallo? So. Juhu. Von wegen Feigheit hier. Was? So. Alter Schwede. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen ängstlich. Ängstlich und vor allem deshalb, weil jetzt Folgenende ist. Hier zwischen den Stacheln bleibe ich stehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.